Am Wort ist Harald Roch von der SPÖ, Menschenrechtssprecher. Dieser Bub war 13 Jahre alt, er lebte in Kärnten und er hieß Joel. Und dieser Joel wurde auf Facebook massiv attackiert, eigentlich Mobbing-Attacken. Seine Würde wurde attackiert, seine Scham tief verletzt durch ein Öffentlichmachen von Intimitäten, von Nacktheit, von sexueller Orientierung, Homosexualität wurde in den Raum gestellt und hier ein Outing gegen seinen Willen vorgenommen. Der Bub wurde in den Tod getrieben. Die Behörden haben damals vor 2016, bevor der erste Schritt gemacht wurde zu einer strafrechtlichen Verfolgung von Cybermobbing, von den Behörden, die eben damals noch keine gesetzliche, strafrechtliche Grundlage zur Verfolgung hatten, wurde gesagt, naja, es war halt ein Jugendstreich. Aber das Internet kann eine Waffe sein. Das Internet kann auch eine Waffe von Jugendlichen und von Kindern sein. Und was der SPÖ hier besonders wichtig ist, das ist hier der Opferschutz natürlich. Man muss sich hier auch vorstellen, die Wehrlosigkeit, die Gelähmtheit von Menschen, wo Dinge preisgegeben werden, aber nicht nur preisgegeben, das klingt ja noch positiv, sondern wo Verletzungen und wo Entwürdigung stattfindet. Und heutzutage verdienen Menschen eben auch im Internet Schutz. Schutz vor Stalking, Schutz vor Upskirting, eben das unter den Rock oder Intimfotografieren gegen den Willen. Und dieser Schutz ist ein klares Menschenrecht. Hier geht es um brutale Straftaten, um Straftaten, die die Opfer verzweifeln lassen, die sie gelähmt hinterlassen. Es ist eben kein Bubenstreich, es ist eben kein Kavaliersdelikt, wenn man diese Entwürdigungen vorantreibt. Cybermobbing ist psychische Gewalt und 2016 haben wir ja den ersten Schritt gesetzt, hier mit dem Paragraphen 107c Strafgesetzbuch hier vorzugehen. Aber es ist natürlich eine legistische Gratwanderung. Ich stehe hundertprozentig ein für freie Meinungsäußerung, aber eine freie Meinungsäußerung ohne Rassismus, eine freie Meinungsäußerung ohne Sexismus, ohne Homophobie, eine freie Meinungsäußerung ohne Verletzung, ohne Diskriminierung von Personen oder Verbot Personengruppen. Natürlich muss man bei dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung wachsam sein. Für eine Zensur bin ich nicht zu haben. Eine Hintertür, durch die eine Zensur durch Algorithmen, gesetzt von Online-Konzernen, noch möglich gewesen wäre, das ist ja gefallen. Daher kommen für die SPÖ auch Upload-Filter nicht in Frage und die ersten Entwürfe sind ja hier noch korrigiert worden. Die Gesetzwerdung ist gelungen. Ich darf auch der Bundesministerin für Justiz und vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Justizministerium zur raschen und umfassenden Arbeit hier sehr gratulieren. Zum EU-Aspekt abschließend noch. Ja, eine europaweite Gesetzgebung ist notwendig. Ich glaube aber, es ist trotzdem dieser österreichische, sagen wir durchaus frühe Akt der Gesetzwerdung ist insofern positiv zu bewerten, als es durchaus auch als Beitrag auf europäischer Ebene zu einer Gesetzwerdung zu verstehen ist. Dankeschön. So Harald Roch von der SPÖ, er ist Menschenrechtssprecher seiner Partei. Das Internet sei eine Waffe, besonders von kann eine Waffe sein, besonders bei Jugendlichen, wo Verletzungen und Entwürdigungen stattfinden.